Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist es soweit. Ich habe es endlich mal gemacht. Ich habe mal eine bekommen und ich habe mich nicht schlumpen lassen, keine Kosten und Mühen gescheut und ich hoffe, es war kein Fehler. Ich habe übrigens ein neues Mic. Ich hoffe, der Ton ist gut. Ist er gut? Ja, ich hoffe es, oder? Ich weiß nicht. Ich höre es auch zum ersten Mal dann. Ja, ich war beim Mediamarkt und die hatten solche Überraschungsboxen. Da gab es alles zwischen 222 und 10.000 Euro. Jetzt gerade im Moment im Elbepark in Dresden, falls jemand sich dafür interessiert. Vom Umtausch ausgeschlossen, kann geöffnete Ware enthalten. Bei anderen stand dabei, enthält geöffnete Ware. Also ist wahrscheinlich die Chance hier größer, dass nicht alles geöffnet ist. UVP 910,95 Euro. Von den ganzen Produkten zusammen, die hier drin sind. Und gekauft habe ich es jetzt für 480. Für nur 480. Oh, shit. Okay. Hier kann ja jetzt alles drin sein. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich traue mich gar nicht aufzumachen, Alter. Aber ich wollte schon immer mal haben. Ich habe jetzt echt überlegt, wie viel gebe ich jetzt aus? Aber hier war halt der Unterschied auch am größten. Also die prozentuale Spanne von dem zu dem. So, das war fast das Doppelte. Bei den anderen war es dann so zum Beispiel 399 Euro, aber dafür war der UVP nur 600 oder so. Aber wie gesagt, hier könnte jetzt alles drin sein. Bitte, wenigstens Sachen, die ich oder andere gebrauchen können. Okay, okay. Ich mach's ein bisschen spannend. Was für ein gottverdammter Zufall, dass hier, das habe ich letztens erst noch erwähnt, ja, mit meinem lieben Vati in der Küche, so auf jeden Fall ein Stabmixer von Braun. Okay, der ist sehr kompakt. Das ist schön. Okay. Ja, gut. Würde ich jetzt eher mal niedrigpreisig ansetzen. Ich versuche mich selbst so wenig wie möglich zu spoilern und nur eins am anderen rauszunehmen. Hier haben wir eine Lichterkette. Für einen Tannenbaum. Das ist jetzt nie so das, was ich brauche. Und ich würde auch nie sagen, dass das so das höherwertigere ist. Quicktester, Geldscheinprüfer. So ein gelber Stift, mit dem Leute an der Kasse oft mal die Echtheit von Scheinen prüfen. Okay. Noch eine Lichterkette. Noch eine Lichterkette. Eine Lego-Mini-Figur. Ein USB-Typ-C-Adapter Connect C6. Ich will kurz gucken, ob mir der was bringt. Wir haben dann, so wie ich sehe, noch ein was. Okay, das ist ein USB-C. Zu USB-C, den kann ich zum Beispiel an mein altes MacBook anschließen. Und da hat man dann... Ja, von TerraTech, der hat auf jeden Fall eine sehr gute Qualität, das ist schön. Diese ganzen Anschlüsse hier. Das ist natürlich praktisch, hier ist alles mit dabei. Ich brauche ihn nur halt nicht, weil ich sowas schon besitze. Und zwar viel kleiner. Also ungefähr so groß. Ja, aber das ist eigentlich ganz nett. Okay. Okay. Naja. So, es hätte schlimmer sein können. Also zum Beispiel noch mehr Lichterketten. Aber wir haben noch ein was hier drin. Ich weiß aber nicht, was das ist. The fuck? Okay, ich pack das kurz ein und dann geht's weiter. Ein Produkt haben wir noch hier drin. Und das könnt ihr jetzt alles rausreißen, aber... mystisch. Ich glaube, ich habe einen richtig großen Fehler gemacht. Kacke. Nein. Okay,
ein Fernglas von Canon. Binoculars. Also, ich wusste gar nicht, dass ich ein Fernglas brauche. Und das hat sich eigentlich auch nicht geändert. Junge, warum hat ein Fernglas eine Batterie? CA123, so, Junge. Gut, okay. Das ist das letzte Produkt. Ich hoffe, dieses Video kriegt eine 500.000 Aufrufe. Ich heule gleich, Alter. Aber ein sehr schönes Neopren-Case. Also ich kenne mich nicht mit Ferngläsern aus, aber das scheint schon High-End zu sein, das Ding. Das scheint schon High-End zu sein. Hm. 10x20 mit Image Stabilization. Achso, die Batterie ist für die Image Stabilisierung. Okay. Ja, okay. Das ist halt ein Fernglas, was ich absolut nicht brauche. Aber ich habe jetzt eins und das ist echt mega toll. Ich rede jetzt einfach weiter, weil ich glaube, sobald ich das Video ausmache, werde ich mich selbst auspeitschen. Nein, 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 ich weiß, dass ich es machen werde. Aber ich habe es gemacht. Das nehme ich mir seit Jahren vor, mal so eine Box zu unboxen und jetzt ist es soweit. So. Drückt er sozusagen auf diesen Knopf und während man den gedrückt hält, stabilisiert ist das Ganze. Das ist sehr, sehr interessant. So. Okay, ich kann sogar im Zimmer sehr scharf schauen. Das ist nice. Mache ja meine Eule hinten an und dann gucke ich mal. Okay, Alter, die Bildstabilisierung ist ja wirklich krank. Das ist ja, Junge, das ist ja übel geisteskrank. Das heißt natürlich immer noch nicht, dass ich das hier brauche, aber. Aber krank ist das, also für die Pferderennbahn oder ähnliches? Okay, wow, das ist wirklich geisteskrank. Also das ist echt sehr, sehr heftig. Ja, was natürlich, wie gesagt, absolut nicht bedeutet, dass ich das brauche. Fassen wir mal zusammen. Also das Fernglas ist auf jeden Fall schon ziemlich wild, aber ja, der Rest, also der Adapter ist ganz cool. Ich habe nur keinen Bedarf, weil ich schon einen habe. Stift, Lego-Figuren sind scheiß. Dann die Lichterketten, dazu sage ich jetzt mal gar nichts, sonst werde ich hier, glaube ich, gleich aus der Haut fahren. Und dieser Stabmixer halt. Der denn zum Klappen oder ist der so miniaturmäßig? Also das ist wirklich, ja, also na gut, wir haben hier so ein Ding. Ich habe halt schon einen Stabmixer, ich brauche den nicht, deswegen, ja, gut. Aber ist ganz nett, den zu haben. Also, ich kann an dieser Stelle nicht wirklich eine Empfehlung aussprechen, so eine Box zu kaufen, sondern eher drei zu kaufen, vielleicht ist da was Besseres drin. Nee, Spaß beiseite. Ja. Ich wollte das schon immer mal machen, jetzt habe ich es gemacht und ja, jetzt habe ich es gemacht. Danke fürs Anschauen und bis irgendwann mal.